Die Covid-19-Pandemie hat unser Leben verändert. Viele EuropäerInnen wurden in Unsicherheit gestürzt. Das gilt für die Gegenwart sowie für die Zukunft. Aber mit der Gesellschaft unter Druck haben Menschen jeden Alters gelernt, dass Solidarität und soziale Unterstützung wichtiger sind als je zuvor. Wir sahen auch eine neue Art Reaktion von EU-Regierungen. Oft wurden Unterstützungsprogramme vereinfacht, verbessert und erweitert. Dies war entscheidend für den Schutz der Gesundheitssysteme und um eine Explosion der Armut zu vermeiden. Leider wurden viele dennoch im Stich gelassen und Hilfe für andere kam viel zu spät. Wenn wir über den Wiederaufbau unserer Gesellschaft nachdenken, ist das europäische Grundeinkommen eine interessante Idee. Dies kommt nicht nur den Menschen, sondern auch der EU zugute. Erstens als Umverteilungs- und Armutsbekämpfungsmaßnahme, die allen BewohnerInnen ermöglicht, vom kollektiven Wohlstand zu profitieren, ohne administrative Hindernisse und begrenzten Zugang, ohne das Risiko einer sozialen Stigmatisierung wie beim bedingten Einkommen. Zweitens würde ein BGE einen Teil des wirtschaftlichen Drucks für interne Migration innerhalb der Europäischen Union erheblich reduzieren. Damit reduziert es auch Braindrain und Social Dumping. Es könnte ein großartiges Instrument sein, um die Abwanderung aus vielen EU-Regionen zu bekämpfen. Drittens, es wäre ein Solidaritätsmechanismus zwischen Mitgliedstaaten. Es könnte wirtschaftliche und soziale Ungleichgewichte abbauen, brächte somit Stabilität für unsere Währung und Region als ein Gesamtes. Schließlich könnte so ein greifbarer Vorteil die Unterstützung für das europäische Projekt erhöhen, könnte das Gefühl der Menschen für gemeinsame Werte und Zugehörigkeit stärken und könnte klar zeigen, was die EU für dich tun kann. Stellt euch vor, es hätte 2020 ein europäisches Grundeinkommen gegeben. Es ist sicher, dass viele Menschen der Krise besser begegnet wären. Immer mehr ExpertInnen und Organisationen sind überzeugt, dass diese Idee es wert ist, erkundet zu werden. Das führt zu einer Debatte über das Grundeinkommen in ganz Europa. Schließ dich der Green European Foundation an für ein Gespräch.